Projektum, Ausgabe 16 von Dezember 2017. Am Mikrofon Torben Blankertz. Musik von Michaela Dirks. Hallo liebe Freunde von A bis Z, von Norden bis Süden und von Osten bis Westen, hier bin ich wieder, euer lieber, guter, alter Blenki. Ja, willkommen zu einer neuen Folge Projektum und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei euch entschuldigen, dass ihr jetzt hier längere Zeit keine neue Folge mehr von mir erhalten habt. Ja, das soll sich in nächster Zeit wieder ändern. Das heißt, ich habe die Priorisierung auch einiger Projekte zurückgeschraubt. Das heißt, dass hier auf meinem Kanal jetzt auch wieder mehr Folgen veröffentlicht werden und hoffe, euch da auch weiterhin interessante Themen rund um das Thema Projektmanagement zur Verfügung zu stellen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Worum soll es heute gehen? Heute geht es hier um das ganze Thema PMO, also Projektmanagement Office. Und hierzu habe ich mir einer der Geschäftsführer der TPG eingeladen, der Johann Strasser, der auch auf seinem Blog hierzu interessanten Artikel geschrieben hat. Und mit ihm habe ich mich mal so unterhalten, was so die Mehrwerte von einem PMO sind, wann man eigentlich überhaupt ein PMO braucht, was so die Besonderheiten sind, wenn man PMOs einsetzt. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir gehen einfach rein in das Interview, ja, und sag euch einfach mal viel Spaß mit mir und dem Johann Strasser. Bis dahin, ciao. Ja, ich begrüße jetzt in der Leitung Johann Strasser, Geschäftsführer von der TPG. Hallo Johann, ich grüße dich. Hallo Torben, schön, dass wir heute dieses Meeting haben. Ja, du sitzt im schönen München zurzeit. Genau. Schnee? Nein. Ach, okay. Noch nicht. Noch nicht, aber die Weihnachtsstimmung kommt langsam auch in München auf wahrscheinlich, oder? Es scheint ein Projekt in der Stadt zu geben, das heißt Weihnachtsbeleuchtung und das ist durchaus angelaufen. Ich glaube, fast in jeder Großstadt. Okay, ich sitze im schönen Erkelenz. Ich denke, heute Thema PMO. Ich denke, da haben wir richtig interessante Dinge mal so ein bisschen zu beschnacken, wo man achten soll, wofür man überhaupt ein PMO braucht. Weil viele sind ja auch der Meinung von wegen, dass das so ein, sag ich mal, eine Unit ist, die man nicht unbedingt braucht in den Projekten. Und ja, ich würde einfach sagen, fangen wir mal so ein bisschen an. Wie ist denn so deine Wahrnehmung? Ich habe gesehen, du hast auch einen großen Artikel auf deinem Blog geschrieben, den würde ich auch in die Shownotes mit reinnehmen. Den hast du ja wahrscheinlich nicht umsonst verfasst, ne? Nein, stehen ein paar Erfahrungen drinnen. Ja, genau. Was sind so deine Erfahrungen zum Thema PMO? Allgemein, würdest du sagen, das ist ein Thema, was langsam aufkommt? Würdest du sagen, das ist auch ein Thema, was stiefmütterlich beachtet worden ist von vielen Projektorganisationen? Wie sind so deine Erfahrungen, was das Thema PMO betrifft? Naja, es gibt erst natürlich die Frage, welche Art von PMO richtet man ein, beziehungsweise worüber spricht man eigentlich? Kommen tut das Ganze ja aus der einfachen Stufe von Project Offices, wo man früher bei großen Projekten festgestellt hat, dass der Projektleiter alleine das bei Weitem nicht schafft, was er da alles an Verwaltungstätigkeit und Protokollschreiben und Steuerungen und so weiter machen muss. Deshalb hat man gesagt, nein, er braucht halt einen Stab, Projektassistenz, und wenn die Projektassistenz dann größer wird, dann wird es halt mal ein Project Office. Dann hat man vielleicht mehrere große Projekte, dann richtet man halt wirklich ein Project Office ein im Sinne von, wir unterstützen einzelne Projektleiter dabei, ihr wirklich großes Projekt besser steuern und handhaben zu können. So, und mittlerweile ist es aber ja so, dass das Thema Projektmanagement nun in allen Branchen und Bereichen weit um sich gegriffen hat. Die aktuelle Entwicklung mit der ganzen digitalen Transformation, die ja durch alle Bereiche durchgeht und interdisziplinäre Anforderungen hat, hat ja auch stark dazu beigetragen, dass es eben wirklich
viel mehr Projektarbeit gibt als sonst. Das heißt, man überschreitet ja eben sein eigenes Abteilungssilo, weil man halt mit der digitalen Transformation immer irgendwas eben mit IT zu tun hat und immer irgendwas mit viel mehr Technik als früher zu tun hat. Und dementsprechend sind natürlich auch viel mehr abteilungs- und auch firmenübergreifende Projekte festzustellen, beziehungsweise schon in den Jahren davor. Natürlich ist das Thema Multiprojektmanagement eins der Hauptthemen gewesen. Wie schaffe ich denn viele Projekte unter einem Hut zu kriegen? Wenn ich jetzt also nicht nur drei große Projekte habe, wo, wie gesagt, so ein altes Project Office, was heißt alt, ist jetzt falsch ausgedrückt, aber ja, etwas, was man aus der Vergangenheit kannte, dass man das dem, dass das eben reicht, sondern dass man so wirklich viel mehr Prozesse braucht, um viele Projekte wirklich durchzuziehen, wo wirklich das Thema Multiprojektmanagement im Vordergrund steht, wo man da also tatsächlich auch von einem Project Management Office spricht, das eben die Aufgabe hat, nicht nur einzelnen Projekten zu helfen, sondern eben die gesamte Organisation für den Durchsatz von vielen Projekten vorzubereiten, beziehungsweise eben wirklich die ganzen Methoden und Prozesse zu etablieren, sodass es dauerhaft Bestand hat, bis hin zu der Thematik, dass es natürlich immer mehr die Frage ist, welche Projekte mache ich denn überhaupt, weil ja die Ressourcen begrenzt sind und dementsprechend ist der strategische Kompetenzbereich in den sogenannten SPMOs, also strategischen Project Management Offices, verstärkt wahrzunehmen, weil die Firmen natürlich stärker gezwungen sind, darüber nachzudenken, was mache ich überhaupt, also was sind die richtigen Projekte, im Gegensatz dazu, dass man natürlich schon lange darüber nachdenkt oder auch das umgesetzt hat, wie man Projekte richtig macht. Also Projekte richtig machen im Sinne von alle wissen, was Projektmanagement ist. Projektmanagement-Methoden im Einzelnen sind in ganz vielen Firmen sehr gut etabliert. Projekte gibt es selbst im Kindergarten und in der Schule mittlerweile. Es ist wirklich erstaunlich, wie dieser Begriff um sich gegriffen hat. Und nicht nur der Begriff, sondern auch tatsächlich Teile der Methoden, die es dazu gibt. Mhm. Aber das andere Thema eben, das dann auch wirklich im Griff zu haben auf der Multiprojektebene, das ist halt eine ganz andere Herausforderung, weil ja, steckt 10 gut ausgebildete Projektleiter zusammen, deshalb sind sie trotzdem nicht in der Lage, in einem Jahr vielleicht 30 Projekte durchzuziehen, weil halt jeder seine Sache so macht, wie er es gelernt hat und wie es für ihn am besten passt, entsprechend seiner Erfahrung und Ausbildung. Wenn ich das jetzt umlege und in einer Firma, wo ich sage jetzt mal Kühlschränke oder keine Ahnung, Beleuchtungsanlagen für Autos oder egal welche Antriebsteile von Logistikstraßen gemacht werden sollen, völlig egal. Immer dann, wenn halt ähnliche Projekte für die Produktentwicklung zum Beispiel gemacht werden sollen, dann müssen die sich nach einer gemeinsamen Methodologie richten und wer führt die ein? Naja, eben ja, nicht die 10 Projektleiter, die sich mal zusammensetzen und sagen, wie könnten wir es denn tun, sondern halt eben ein übergeordnetes Project Management Office, das eben vorgibt, wie es denn sein soll, das hoffentlich eine starke Rückendeckung aus der Entwicklungsleitung bzw. Geschäftsleitung hat, um entsprechend auch Dinge ansagen zu können und sich nicht nur was zu wünschen, sondern auch wirklich was durchdrücken zu können, vor allem was Prozesse und Methoden betrifft. Ja. Und das muss einfach sein in der Multiprojektumgebung. Ich kenne keine Firma, die, naja, sagen wir mal, mehr als 30, 40 Projekte hat, die gleichzeitig laufen, wo ein PMO keine Nutzen stiften könnte. Also das müssten schon so ähnliche Projekte sein, mit so einer alteingesessenen Mannschaft quasi, dass man sich von Hause aus einig ist, dass das auch ohne geht. Aber kenne ich keine Firma. Alle straucheln eigentlich damit, dass sie, oder alle haben Luft nach oben, sagen wir mal so, um Multiprojektmanagement besser zu machen. Und dafür gibt es eigentlich nur eine Heilmethode und die heißt Project Management Office. Okay, also man hört ja raus, dass du sehr viel Erfahrung in dem Bereich hast. Was ich immer wieder in meinen Beratungsgesprächen auch feststelle, ist, dass das auch, aber allerdings auch ein Ressourcenproblem ist. Kannst du das auch merken? Also wenn man in den Bereich reinkommt, wo man feststellt, von wegen man bräuchte eine PMO oder eine Unterstützung, ja, dass natürlich auch die Kosten für diese Position oder Stelle, die ja neu geschaffen wird, irgendwie gedeckelt werden muss. Hast du da auch immer Diskussionsgrundlagen, um Probleme ranzukommen? Oder ist das eher im größeren Enterprise-Bereich nicht so, dass man sagen kann, da ist ein Problem, dass das dann auch wiederum kostentechnisch abgedeckt werden muss? Ich denke, es ist wie bei allen anderen Positionen auch, die neu geschaffen werden. Du brauchst einen Business Case letztendlich, den du darstellst. Mhm. Was soll das Ganze? Welche Situation haben wir heute? Was wollen wir verbessern? Wie können wir mit dieser Position dazu beitragen? Und es ist in vielen Firmen tatsächlich nur eine Position. Da gibt es halt dann den einen Menschen, der dieses PMO begleitet. Ja.
Je größer die Organisation wird, desto größer kann auch diese PMO-Organisation werden. Das heißt, da gibt es auch Firmen, die haben ja einen PMO-Leiter, weil er eben 10 Mitarbeiter hat. Mhm. Hängt natürlich ganz stark davon ab, welche Aufgaben die haben, beziehungsweise eben wie viele Projektleiter und Projekte es entsprechend in diesem Unternehmen gibt. Aber es geht immer darum, natürlich nachzuweisen von Hause aus, dass man damit einen Nutzen stiftet, der in irgendeiner Weise eines Tages messbar ist. Und ja, wenn man das am PMO einführt, kann ich allen nur raten, stellen Sie bitte den jetzigen Status quo fest, dokumentieren Sie den mit messbaren Themen wie im einfachsten Fall zum Beispiel, wenn Sie in der Zulieferindustrie tätig sind und vielleicht Projekte haben, wo es Pönale gibt, wenn Sie zu spät dran sind oder wenn Sie Qualitätsmängel haben, dann kann man einfach mal aufschreiben, wie viel Pönale haben wir denn letztes Jahr bezahlt. Dann ist das natürlich ein guter Ansatz, um zu messen, dass man sagt, na, jetzt haben wir ein PMO eingeführt, die haben die Projektleiter besser ausgebildet, haben besser koordiniert, was vorher nicht so gut gelaufen ist, und siehe da, im nächsten Jahr haben wir 25% weniger Pönale bezahlt. Das kann man in Geld umrechnen, mal schauen, was die Stelle PMO gekostet hat. Hoffentlich waren die Kosten niedriger als die Einsparung auf der Pönalenseite. Könnte man natürlich sagen, na gut, wenn das Pönale eines Tages auf null ist, habe ich nur noch Kosten. Ja, ja klar, aber wenn ich es wieder weg tue, habe ich halt auch wieder einen Kosten auf der anderen Seite. Also das wäre einfach zu messen. Ja. Es gibt aber andere Dinge, wo man leicht messen kann, was zum Beispiel den Projektdurchsatz betrifft. Also wenn man sagt, wie viele Projekte bringt man denn durch? Wie stark konnte man Entwicklungszeiten reduzieren? Wie viel nicht projektbezogene Zeit wird von einem Team geleistet, das eigentlich in überwiegenden Projekten arbeiten soll? Also wie gut sind die Leute eingeteilt zum Beispiel? Ja. Das sind alles Dinge, die man messen kann. Und zu guter Letzt gibt es natürlich auch das Thema, dass es vielleicht auch fühlbar besser wird. Und das kann ich auch nur empfehlen, neben all der messbaren Geschichten, machen Sie doch einfach eine Umfrage mit Ihren Stakeholdern. Und Stakeholder sind natürlich alle betroffenen Projektleiter, Teamleiter, weil es ja auch um Ressourcenabstimmung geht, vielleicht auch Leute aus dem Controlling, vor allem aber auch aus dem Bereich Entwicklungsleitung, Vertrieb oder wer auch immer für ihre Projekte letztendlich zuständig ist, was das Sponsorship betrifft, dass man bei denen allen einfach mal eine einfache Umfrage macht mit, ich sage jetzt mal, 5 bis 10 Fragen, die gerne komplett subjektiv sein können, egal, ja. Weil selbst wenn man am Jahresende feststellt, dass man zwar nicht messbar besser wurde, aber es sind alle viel zufriedener, viel entspannter und sie haben alle das Gefühl, dass es weniger Konflikte gibt, dann ist das auch gut. Ja, gerade angesprochen von dir Durchsatz, da sind wir ja so ein bisschen in der Engpassplanung, Drum Buffer Rope, auch im Ressourcenmanagement, da habt ihr auch ein Tool für, ne, um das mit zu unterstützen. Ja. Naja, wir haben mehrere Tools dafür. Sagen wir mal, das eine Thema ist, dass man mit einem Portfolio Manager, Portfolio Planner, sind zwei verschiedene Varianten desselben Tools, wo es darum geht, dass ich weiß, welche Projekte sind entsprechend dem gegebenen Ressourcengebirge auch wirklich leistbar. Also das heißt, man geht mit einer Grobplanung rein, sammelt alle laufenden Projekte ein. Die sind in der Regel eher unverrückbar auf der Zeitachse. Ja. Aber die neu einzukippenden Projekte sollte man halt vorher mal checken, ob die auch tatsächlich leistbar sind im Rahmen des im gegebenen Ressourcengebirges. Das ist die eine Sache. Das heißt, man rüttelt die quasi ein auf der Zeitachse, bis sie halt die roten Überlasten in den multiplen Ressourcenhistogrammen weg sind, sodass es halt ja von Hause aus schon mal klar ist, dass die gegebenen Ressourcen diese Projekte umsetzen können. Das ist das eine. Und das andere ist aber das Thema Teammanager. Das heißt, ich muss aus den verschiedenen Teams, die dann ja Ressourcen für diese Projekte zur Verfügung stellen, wissen, welche tatsächliche Projektverfügbarkeit ist denn hier wirklich gegeben. Ich kann ja nicht sagen, dass ich jetzt 100 Leute hier habe, in 10 Teams eingeteilt und alle haben einen 40-Stunden-Vertrag. Dementsprechend minus ein bisschen Urlaub bleibt dann ohne Ende Projektverfügbarkeit übrig. Ist ja nicht so. Die Leute haben ja Trainings, sie haben Ausfallzeiten, weil, naja, eine statistische Krankheit haben wir auch. Jeder darf gerne mal mit dem Schnupfen zu Hause bleiben. In der Regel ungeplant natürlich. Aber es gibt ja auch andere Dinge, die mit Projekten nichts zu tun haben. Und das ist eigentlich das Hauptthema, weil Krankheit lässt sich nicht planen. Aber das, was die Leute sonst so machen, lässt sich sehr gut planen. Und in den normalen Projektmanagement-Tools findest halt immer nur die Projektarbeit, aber die nicht bezogene Projektarbeit. Sprich, ich musste für Pre-Sales was machen. Ich musste im Support aushelfen. Ich musste in einer Weiterbildung teilnehmen. Ganz einfache Dinge wie Company-Meetings, Weihnachtsfeier steht ja wieder an, ja, die muss vielleicht auch vorbereitet werden und Team-Meetings jeden Freitag. Alle diese Dinge knabbern ja alles schön von deiner Kapazität runter.
Ja, Und dann genau. stellt man halt fest, dass man nicht mehr 40 Stunden hat, sondern dass der Mitarbeiter im Schnitt halt vielleicht, keine Ahnung, 29 Stunden pro Monat für Projektarbeit hätte oder noch viel weniger. Ja. Und das ist sicherlich ein wesentlicher Schritt zur Wahrheit, was den Durchsatz betrifft. Also, dass ich einfach mal weiß, wer steht denn wirklich zur Verfügung? Und wenn Ja. man das nicht macht, kann man gerne raten. Und so eine 80-20-Geschichte oder 60-40 oder was man sich immer ausdenkt, ist halt nett. Aber besser ist, man weiß es genau. Das Thema hatte ich vorhin vor ungefähr einer Stunde mit dem Steffen. Ich habe nämlich vorhin mal einfach so mit ihm mal telefoniert und da kann man nämlich auch drauf, zu dem Thema könnte man das ganze Ressourcen-Engagement ja vom Project Server jetzt mal so grob nehmen. Ich weiß, da will ich jetzt drauf hinaus, ja. Jetzt wird er sagen, ja, das kann man nicht vergleichen, das muss man jetzt auch den Zuhörern sagen, weil ihr da eine wirklich gute Lösung zu gebaut habt, wo das Ressourcen-Engagement vom Project Server wirklich einfach nicht brauchbar ist. Also vielleicht wird es auch nochmal ganz kurz darauf eingehen, wo wirklich der Unterschied ist zwischen der Lösung von euch zu dem Ressourcen-Engagement, dass der Zuhörer das auch ein bisschen weiß, weil Microsoft wirbt ja auch da logischerweise mit, ja, man kann über das Ressourcen-Engagement eine Engpassplanung machen. Das heißt, wir identifizieren eine Engpassressource. Die Engpassressource wird mir dann quasi im Projektplan angezeigt. Der Projektleiter muss diese beantragen bei dem Ressourcenmanager, der gibt die frei und danach habe ich dann gerne eine Auslastung. Ihr arbeitet auf einem ganz anderen, auf einer ganz anderen Basis. Vielleicht gehst du da noch mal ganz kurz rein. Genau, also das Thema Engagements bei Project Server ist ein schönes Feature, das sehr viel Werbung macht für das eigentliche Thema Ressourcenmanagement. Das finden wir sehr angenehm. Aber es ist in der Tat so, dass es hier nicht optimal implementiert wurde, wenn ich es einfach mal so ausdrücken darf. Und zwar ist es einfach so, dass es zwei Knackpunkte gibt. Der erste ist, wir reden nach wie vor bei dem eingebauten Feature im Project Server von reiner Projekttätigkeit. Das heißt, es geht darum, dass ich Mitarbeiter für dieses Projekt beantrage und der Teamleiter soll die dann zusichern. Jetzt frage ich aber, wie soll ich als Teamleiter denn eine Zusicherung aussprechen, wenn ich immer nur Projektanfragen kriege, aber ich eigentlich gar nicht genau weiß, was die Leute sonst noch alles machen, weil die nicht projektbezogenen Tätigkeiten, also Linientätigkeiten, plane ich ja eben genau nicht in einem Projektmanagementsystem. Und das kann ich dort auch nicht machen. Das heißt, es ist immer das leidige Thema, dass um hier eine Vollständigkeit der Ressourcenauslastung hinzukriegen, müssten jetzt die Teamleiter hergehen und in Microsoft Project auch einen Projektplan anlegen. Aber eigentlich ist es ein Pseudo-Projektplan, weil da geht es ja nicht um Abhängigkeiten und ein Projekt an sich, sondern es geht nur darum, dass die nicht projektbezogenen Tätigkeiten auch mit irgendwelchen Vorgängen dort eingeplant werden, damit die Ressourcen ja Auslastung oder die Grundlast letztendlich halt auch eingeplant werden kann. Aber Grundlast ist halt nun mal keine Projektarbeit. Also warum soll ich ein Projektmanagementsystem gehen, wenn ich gar keine Projekte planen möchte? Nur damit aus demselben Ressourcenpool die Auslastung endlich stimmt. Also ich habe noch keinen Teamleiter getroffen, der gesagt, Mensch, endlich darf ich auch mit Project arbeiten. Ganz im Gegenteil, die Leute, ich habe doch meine Excel-Liste, hört mir doch mal zu. Ich weiß doch, was meine Leute machen, kann ich euch schon sagen, aber ihr seht es halt leider nicht und ist ja auch meine Hoheit. Ich bin doch der Teamleiter. Ja. Alles richtig. So, und wir haben einfach gesagt, das kann man aber trotzdem noch besser machen, indem die Leute nicht in irgendwelchen handgestrickten Excel-Lösungen rumfuschen, um es mal deutlich zu sagen. Ja. Die sehen ja eh alle gleich aus. Ja? Oben ist eine Zeitachse und links sind die Leute gelistet und zwischen den Leuten steht dann halt in verschiedenen Zeilen die Tätigkeiten, die sie halt so haben. Ja, Ja. wir haben im Prinzip nichts anderes gemacht. Wir haben das ganze Thema genommen, haben es in eine SharePoint-App gepackt, mit einer entsprechenden Datenhaltung, die man auch teamübergreifend zusammenführen kann, beziehungsweise eben mit Project vergleichen kann. Und dort kann der Teamleiter erstens aus dem Ressourcenpool von Project seine Ressourcen reinlesen mit der Kapazität. Die muss er nicht selber eingeben. Er sagt nur, in welchem Team bist du, und dann kriegt er alle seine zugewiesenen Teamressourcen rein. Zweitens plant er dann das, was er eben als Teamleiter planen sollte, außerhalb der Projekte, also sprich Urlaube, sonstige Abwesenheiten, beziehungsweise eben Teammeetings, eben die ganzen Linientätigkeiten, die für alle da sind, beziehungsweise die individuellen Linientätigkeiten, wie vorhin schon gesagt, Pre-Sales, Support, die Zuständigkeit, gerade in der IT zum Beispiel, irgendwelche Applications zu managen, einfach Zuständigkeiten, die man halt so hat, ja, Ja. die halt eben keine Projekte sind, also eben die klassischen Linientätigkeiten. So, und die kann der Projektleiter, Entschuldigung, der Teamleiter da natürlich schön runterplanen und dann drückt er auf ein anderes Knöpfchen und holt sich alle Projekte rein, wo Leute aus seinem Team verplant sind und hat dann erstmalig ein Gesamtbild Bild
von dem, was von seinem Team letztendlich erwartet wird. Ja. Dabei ist jetzt der zweite Kasus knackt. Also wie gesagt, der erste ist in den Engagements von Microsoft Project hast du keine Linientätigkeiten, sondern eben, wie gesagt, nur Projektanfragen. Damit komme ich halt nie auf eine hundertprozentige Anfragesituation, sondern nur auf eine Projektanfragesituation. Ja. Und zum anderen, das habe ich wirklich überhaupt nicht verstanden, warum sie das so gemacht haben, dass du eine extra Anfrage aufmachen musst, sagen musst, von wann bis wann und für wen soll die denn sein? Warum kann ich denn bitte schön nicht die aktuelle Planung, die ich als Projektleiter gemacht habe, einfach veröffentlichen, machst du ja sowieso, und die Teamleiter greifen auf diese veröffentlichte Projektplanung zu und geben darauf ihre Anfragen. Nein, du musst bei diesen Engagements im Project Server, die musst du extra herstellen. Ja, ja. Es gibt keine Verbindung von der aktuellen Planung zu diesen Engagements. Ja. Das finde ich völlig umständlich handzuhaben. Und das, was wir tun, ist, wir gehen einfach in die Datenbank oder auch im Project Online ganz normal über OData abgefragt, zeitphasenbezogen die Planung der aktuellen Projekte, filtern raus, wo Leute von meinem Team dabei sind, schreiben die in unsere Liste rein und können aus dieser Anfrage dann pro Woche, pro Monat oder wie auch immer die Zeitachse einstellt, kann man dann die Zusage geben und kann sagen, der Müller wird für die nächsten 3 Monate mit 100 Stunden angefragt. Das ist schön, klick, das geht sich aus. Beim Meier sieht es nicht so gut aus. Der wird auch für 100 Stunden für 3 Monate angefragt. Der hat aber schon was anderes zu tun. Jetzt kann ich hier leider nur 50 Stunden reingeben, im nächsten Monat gar nichts und danach, was weiß ich, was für mich aus 150 Stunden zum Ausgleich. Lieber Projektleiter, in Summe so ähnlich, wie du gefragt hast, nur die zeitliche Verteilung ist halt nicht so schön. Schau es dir mal an. Sondern kann mal Ping-Pong spielen, bis es passt. Und das geht mit minimalem Aufwand und aus unserer Sicht viel besser als das, was dort eingebaut ist. Die Lösung, die du gerade gesagt hast, die ist auch Office 365 fähig, ne? Also es ist nicht nur on-prem, sondern geht auch in Office 365. Nee, ist eine SharePoint-App, genau, kann man da auch benutzen. Ja, wunderbar, wunderbar. Jetzt hattest du ja vorhin auch gesagt, zum Thema Ausbildung, du hattest vorhin erzählt, ihr bietet ja von eurer Seite da auch eine Schulung an, ne? Für PMOs, die wirklich noch Fragen haben oder überhaupt nicht wissen, wie es geht oder die sich dafür interessieren, oder erzähl mal ein bisschen was über die Schulung, die ihr da anbietet. Ja, genau, es ist einfach so, dass wir haben in München ja schon seit das dritte Jahr jetzt einen PMO-Stammtisch, das ist der Tag so 5-mal im Jahr, wo wir Firmen einladen, die halt einfach über verschiedene ausgewählte Themen gemeinsam diskutieren, und da kommt immer wieder raus, dass es eine ganze Menge Einzelkämpfer einfach gibt, die irgendwie entweder selber den Antrieb haben und der Geschäftsleitung vorschlagen, Mensch, ich habe jetzt so und so viele Jahre Projektleitung gemacht, ich sehe hier den Bedarf, ich würde gern mich mehr um diese Dinge kümmern, und dann kriegt man den Auftrag, das tatsächlich zu tun, und dann, wie geht's denn weiter? Man kaufen sich die Leute Bücher und kommt zum Stammtisch von uns. Aber wenn du mal schaust, gib mal in Google ein und versuch mal ein Seminar zum Thema PMO zu finden. Da gibt's, also wir haben 2 andere gefunden, die waren beide nicht abfragbar, ob die stattfinden und so weiter. Das war sehr dürftig. Haben wir gesagt, Mensch, wenn es da so ein geringes Angebot gibt, lass uns doch mal selber versuchen, ein Seminar aufzusetzen. Haben wir gerade gemacht. Erster Termin ist Ende Februar und ist schon ausgebucht. Das heißt, was wir dort machen, ist, dass wir, von den ersten Schritten eben, wie gesagt, wie kann der Aufgabenbereich eines PMOs ausschauen, wie kann ich den Status quo messen, damit ich später für die Verbesserungen eben einen Basisplan habe, und wie führt man das jetzt schrittweise ein? Wer sind meine Stakeholder? Wie muss ich die abholen? Wie verkaufe ich denen meine Nutzen? Beziehungsweise umgekehrt, was muss ich auch selbst wirklich an Handwerkszeug mitbringen oder aufbauen, damit ich den Projektleitern einen entsprechenden Nutzen bringe? Wie sieht der Prozess dazu aus? Wie sieht ein Monatsabschlussprozess aus, damit ich auf validen Daten PMO-Meetings machen kann? Wie sieht ein Steering Board aus? Wie muss ein Projektplan aufgebaut sein, damit bestimmte Dinge eben enthalten sind, die zu messen sind? Oder wie ist auch der Rhythmus von Rückmeldung? Ja, ich muss ja vielleicht, wenn es darum geht, dass du im Service arbeitest, so wie wir müssen unsere Projekte ja auch weiter verrechnen. Wir machen das alles mit Microsoft Project, Navision, beziehungsweise haben auch den Teammanager im Einsatz und natürlich eine sehr penible Stundenrückmeldung. Mhm. Und wir haben einen zum Beispiel 14-tägigen Rhythmus, wo die Projektleiter die Mitarbeiter bis Freitagabend ihre Stunden melden müssen. Die Projektleiter müssen am Montagmorgen diese Stunden annehmen und schauen, dass das vollständig ist. Am Montagnachmittag gibt es Koordinationsgespräche innerhalb der Projekte. Am Dienstagvormittag gibt es Koordinationsgespräche über die Projektgrenzen hinweg, weil dieselben Ressourcen ja zum Teil im Einsatz sind. Und am Dienstag von 16 bis 18 ist alle 2 Wochen PMO-Sitzung. Das heißt, die Teamleiter kommen oder die Vertreter davon, nicht alle, es wäre zu viel. Aber ich sage jetzt mal, eine gute Handvoll Leute, die das eben steuern kann, trifft sich.
mit einer sehr guten Vorbereitung. Und da wird alles angeschaut, wie es halt mit der Ressourcensituation ausschaut, wie es mit Problemen in Projekten ausschaut, wie es mit Abnahmen, die vielleicht nicht gemacht werden können, weil noch was fehlt oder ja, was ich was, alles das, was im Projektgeschäft eben so aufkommt, wird dort diskutiert. Und dann werden alle Entscheidungen getroffen, die halt zu treffen sind. Das heißt, es ist auch wichtig, dass jemand aus der Geschäftsleitung entsprechend anwesend ist, damit damit die höchste Entscheidungskompetenz Ja oder Nein sagen kann, wenn es strittig wird. Beziehungsweise, wir wollen ja auch informiert werden, also sind wir sowieso dabei. Und wie man das in einer Firma entsprechend richtig macht, wie es zur Firma passt, was da alles reingehört, das lernt man in diesem Seminar. Und da haben wir eben ganz viel eigene Erfahrung von uns, ganz viel Erfahrung von den Kunden. Die Firma gibt es ja nächstes Jahr übrigens 20 Jahre. TPG wurde 1998 gegründet und nächstes Jahr gibt es eine schöne Feier zum 20-Jährigen. Und dementsprechend haben wir da aus allen Branchen viel zu berichten und haben gesagt, wir müssen es jetzt einfach mal in ein Seminar gießen, damit man das halt auch gut weitergeben kann. Also in den zwei Tagen lernt man, wie man es aufsetzt, wie man es betreibt, welche Gefahren wo lauern und vor allem auch in welchen Stufen man sich der ganzen Sache nähert. Also du kannst ja nicht einen langen Anlauf nehmen und sagen, na, ich will aber noch weiter springen, dann mache ich den Anlauf länger. Ja. Das funktioniert ja nicht. Ja. Das geht am Anfang klar, aus dem Stand springst du ein Stück, mit etwas Anlauf ein bisschen weiter, mit noch mehr Anlauf noch ein bisschen weiter, aber ich glaube, das wissen wir alle aus der Schule und im Sport, noch längerer Anlauf führt im Zweifelsfalle dazu, dass man am Absprungbalken schon erschöpft ist. Also gar nicht gut. Dementsprechend muss man diese Stufen wirklich verträglich machen. Das heißt, das Thema Change Management ist dabei ganz wichtig. Und alle diese Dinge kommen da rein. Klar, kann man natürlich sagen. Und das wollte ich in zwei Tagen machen. Ja. Naja, natürlich. Es ist. Ist auch ist auch mit Risikomanagement und sowas mit bei? Also integriert ihr das oder? Okay. Ja klar, ich meine, du kannst ja kein seriöses Projektmanagement betreiben, wenn du kein Risikomanagement dabei hast. Ich meine, warum machen wir denn Projekte? Weil es Risiken gibt. Wenn es keine Risiken gäbe, dann könnte ich ja gleich den Terminplan hier schön in der Schiefertafel meißeln als Gantt-Chart und sagen, wieso haben wir doch eingemeißelt? Wird doch so. Wir. Ich kenne da auch andere Projekte, die oft anders durchgeführt werden. Ja, aber ja, es stimmt schon. Ja. Aber ohne Risikomanagement geht gar nichts. Und das andere Thema ist übrigens auch, was ganz wichtig ist, dass die Arbeitswelt ändert sich ja insgesamt, auch was das Thema Projektplanung betrifft. Und da hat das PMO natürlich auch einen großen Anteil daran, zum Beispiel agile Arbeitsweisen mit reinzubringen. Und ich sage jetzt absichtlich agil, iterativ, wie auch immer, kann auch Scrum sein. Aber ich bin einfach vorsichtig mit der Ausdrucksweise, weil hier werden ganz schnell religiöse Grabenkämpfe gefochten, die es eigentlich nicht braucht. Aber das Thema ist schon, dass die Zeiten sich ein bisschen geändert haben. Also früher hat man sehr große Gantt-Charts gemacht, hat Projektpläne mit 1000 Vorgängen, weil wenn ich es fein plane, dann wird es sicher gut und dann habe ich alles berücksichtigt und je feiner der Terminplan ist, desto besser wird das Ergebnis. Ich glaube, das kennen wir alle, dass das keine Korrelation hat. Klar, ich sage am Anfang vielleicht, 100 Tasks sind besser als 5, keine Frage, aber 1000 sind nicht besser als 100 zwangsläufig. Ja, genau. Aber die andere Frage ist natürlich, wie sieht es denn jetzt aus mit, sagen wir mal, iterativen Work-Management-Lösungen? Ja, wo ist denn meine To-Do-Liste innerhalb eines Work-Packages? Also wenn ich einen Balken in Project nehme, dann ist ja in dem Balken, der vielleicht 2 Wochen dauert, eine ganze Menge Inhalt drinnen, vielleicht für 2, 3 Leute. Wo planen die ihre einzelnen Schritte denn? Wo wird denn Planner. Im Planner, zum Beispiel, könnte man machen, wenn die Schnittstelle wird sicherlich eines Tages gut. Genau. Wir haben ein paar in Hamburg sitzen, Solvin hat die Planner Bridge gebaut, weil auch da der Standard von Microsoft nicht ganz so gut war. Der war vor dir da. Das Ding anzuschauen. Genau, also den Jürgen, den hatte ich ja vor dir hier, also der letzte Podcast hatte ich mit dem Jürgen gemacht, genau zu dem Thema. Ja, genau. Genau. Und wir setzen allerdings auf Jira, weil Jira halt entsprechend weiter verbreitet ist. Planner wird es hoffentlich nochmal, aber im Moment ist es definitiv Jira. Fast alle unserer großen Kunden haben Jira im Einsatz. Und das Thema ist halt einfach, mache nicht einen Terminplan mit 1000 Tasks, sondern mache lieber den mit 100 Tasks. Aber verknüpfe die Work-Packages, die halt ein bisschen grober sind im Project, mit entsprechend einem System, das eben iterativ zu bedienen ist oder das einfach mit einem Kanban-System letztendlich oder als Kanban-System geführt wird, wo du halt sagen kannst, ich habe in dem Work-Package, sagen wir mal 30, 40 To-Dos drinnen, vielleicht auch nur 10 oder 20, ist ja egal wie viele, aber ich habe als Projektleiter und da geht es eben auch wieder rein ins PMO zu guter Letzt, dass diese Organisation für Projektleiter und Mitarbeiter bereitgestellt wird, dass diese Projektleiter grob planen und in dem anderen
Tool eben entsprechend, ja, nennen wir ein Work-Management-Tool, fein geplant wird und dass diese To-Dos, Action-Items, Issues, nenn es wie du willst, dass die an einem Task hängen und du einfach sagen kannst, ich habe hier 10 Dinger dranhängen, 5 davon sind begonnen, 3 sind schon abgeschlossen und 2 haben wir noch im Backlog, die machen wir übernächste Woche. Und dann kannst du auch, nämlich was die Fortschrittsbewertung betrifft zum Beispiel, auch mal klar sagen, wir sind nicht bei 66% oder so, Entschuldigung, Blödsinn, sondern wir hatten 10 Issues geplant, haben 5 in der Bearbeitung, wie gesagt, 3 sind fertig und 2 kommen noch. Da habe ich eine ganz andere Aussage, noch dazu, wenn ich als Projektleiter aufs Knöpfchen drücke und mir diese Details anzeigen kann, ohne dass ich meinen Projektplan vergrößert. Ich kenne immer wieder Schnittstellen, wo es dann heißt, wir müssen die Issues in den Projektplan importieren. Nein, bitte nicht. Ja. Das ist ja der Wahnsinn. Mach das mal und schau sie dir an, wo sie geplant werden, aber bitte nicht importieren. Also ich sag jetzt mal so, ich will jetzt nochmal so 2, 3 Fragen dazu stellen, weil das ziemlich interessant ist, das Thema. Es kommt nämlich immer wieder jetzt vor, wir haben jetzt ja die Integration von Project in Planner reinbekommen. Das ist ja nichts anderes, also wenn man jetzt den Standard nimmt, ne, jetzt nicht von der Solvin die Bridge-Lösung, sondern den Standard nehmen würde, könnten wir nur eine Verknüpfung machen zum Planner. So, das heißt, im Endeffekt ist die Idee ja schon mal gut, dass man hingeht, von wegen man kann dann quasi agil in dem Sinne, ja, im Planner planen. Also jetzt von Planner-Seite her, ja. Jetzt haben sie neu herausgebildet, ich weiß nicht, ob sie schon gesehen haben, in den Beta, dass man jetzt ja Scrum und Kanban auch im Project planen kann, wobei ich sagen muss, die Lösung noch nicht so, ich würde mal vorsichtig formulieren, ganz ausgereift ist. Ja, wenn ich die Tasks in den Sprint ziehe, dann der Sprint hat einen Termin, dann hätte ich schon erwartet, dass wenn ich ins Gantt-Chart umschalte, dass die so angeordnet sind und nein, sie stehen in der flachen Liste, alle im gleichen Anfangstag. Das ist noch nicht mal eine Beta, das ist derzeit, würde ich sagen, ja, nicht zu gebrauchen. Genau, und ich hatte mit dem Steffen auch da letzte Woche Freitag lange drüber diskutiert, ja, ich denke, der Ansatz ist gut und wenn man so die Optik mal sieht, könnte man, und da die Optik von Planner sieht, könnte man ja auch denken, dass da irgendwie was weiterentwickelt würde, ja, jetzt so von dem Ansatz her. Das Problem, was ich echt sehe, ist, und so wie ich das verstanden habe, könnt ihr das, ja, im Planner habe ich ja zum Beispiel jetzt die Möglichkeit, ich nehme eine Aufgabe, die 100 Tasks, wie du gesagt hast, und gehe dann in den Planner rein und plane mein Projekt und kann dann logischerweise fertig melden und dann würde aus eurer Lösung heraus theoretisch auch synchronisiert in Project rein und der Fertigungsgrad oder Bemessungsgrad würde demnach auch ausgefüllt werden. Das geht bei Planner ja nicht. Ja. Langsam, genau. Wir machen sie auch nicht mit dem Planner, wie gesagt. Wir machen es mit Jira oder auch TFS, wenn du möchtest. Okay. Den Planner haben wir jetzt absichtlich auch draußen gelassen. Solvin ist unser bester Partner. Ja. Und dementsprechend hat Solvin dieses Feld besetzt. Also machen wir es nicht. Mhm. Das heißt, wenn man die Planner-Bridge haben möchte zwischen Planner und Project, dann bitte einmal in Hamburg anrufen. Ja. Wir machen es mit Jira und PS-Link im Hintergrund, beziehungsweise Project Details dann für den Projektleiter vorne. Das heißt, da gibt es übrigens bei uns im YouTube-Channel auch aus diesem Jahr ein einstündiges Webinar, wie das generell funktioniert, wo wir eben aus Project heraus sagen, welche Sammelvorgänge zum Beispiel eine Version in Jira werden soll, beziehungsweise ein Task aus Project wird dann eben ein Epic, so heißt das halt, also quasi ein großes Feature. Ja. Das heißt, die exportieren wir rüber in Jira. In Jira geht derjenige hin und untersetzt diese Dinge dann mit Issues, Tasks und Subtasks. Das heißt also, unterhalb des Epics kann er sich ausplanen, so viel er möchte. Und wir holen uns dann dort die, sagen wir mal, Storypoints zurück. Das heißt also, wenn die Leute Storypoints planen, dann kriegen wir auf das Epic in Project wieder zurück. Aha, da hat einer 47 Storypoints geplant. Ja. Und übrigens, sie haben schon 22 davon erledigt. Das heißt, wir kriegen in benutzerdefinierte Felder im Project zurück, wie weit die mit ihren Storypoints sind und aber auch, wie viele Stunden sie dafür geleistet haben. Und ob man jetzt daraus einen Fertigstellungsgrad ableiten möchte oder nicht, hängt einfach davon ab, wie man die Schnittstelle konfiguriert. Kann man natürlich machen. Ja. Oder aber man sagt, nee, lieber Projektleiter, es ist schon immer noch deine Aufgabe, den tatsächlichen Fertigstellungsgrad festzulegen, weil ist es wirklich so, dass 22 Storypoints jetzt 50% von 44 geplanten Storypoints sind? Ja oder nein? Streitfrage, wahrscheinlich schon. Storypoints sind ja schon eine abstrakte Angelegenheit, die hoffentlich genauso zu bewerten sind, wenn sie es allerdings in irgendwelchen anderen Messkriterien umsetzen möchtest, im Sinne von die Storypoints waren aber, was ich was, in 3 verschiedene Features verpackt und ich möchte jetzt sehen, dass 2 Features davon fertig sind und ich messe daran die Prozente, ja, dann muss das eben manuell machen, also egal wie es ist. Das heißt, das Thema Rückmeldung ist damit nach wie vor nicht komplett automatisiert, aber du hast die bestmögliche Grundlage dafür. Das heißt, du kannst als Projektleiter sehen, was die Jungs im Detail geplant haben,
was sie daraus gemacht haben, wie viele Stunden sie dafür gebraucht haben. Ja. Ziehst du die auf Knopfdruck rein oder kriegst du automatisch, wenn du deinen Plan aufmachst, über Nacht auch schon reingezogen, kein Problem. Auf jeden Fall bist du voll informiert über deine Details, beziehungsweise umgekehrt hast du vorher deine Struktur nach Jira rübergegeben. Und das müsste auch mit anderen Tools natürlich möglich sein. Also bei Blender geht es ja so ähnlich, die Blender Bridge von Solvin, da kannst du ja eben entsprechend auch Buckets anlegen und so weiter. Das heißt, du kannst aus dem Projektplan heraus was generieren, was du dann im Blender eben unterplanst. Das ist exakt dasselbe System, nur mit Blender. Und wir machen es halt mit Jira. Finde ich richtig cool. Also ich meine, also Jira gibt es, glaube ich, auch als Cloud, also die gibt es als Selbsthosting, die machen ja auch Cloud, ich glaube, die machen auch Cloud, ne? Genau, aber das ist egal, ne? Wo man Jira, ihr könnt überall anflanschen. Richtig. Ja. So bin ich das gewohnt. Genau. Und übrigens, wir hatten am Deutschen Partnertag eine interessante Frage. Da ging es ja auch um das Thema Anbindung an TFS. Und die ist ja nun von Microsoft offiziell aufgekündigt worden. Ja, genau. Und dann hat ein Partner aus Hamburg gefragt, also jetzt nicht Solvin, sondern ein Dynamics AX-Partner, hat gefragt, ja, was macht man jetzt? Wir setzen TFS selber ein und auch unsere Kunden setzen TFS ein. Was macht man jetzt? Und dann war eben genau der Verweis an uns, dass wir definitiv eine funktionierende TFS-Anbindung eben haben. Mhm. Und da werden wir sehen, was jetzt draus wird. Ich schätze mal, dass die Nachfrage da ein bisschen steigen wird. Erstens ist das Thema Workmanagement ja etwas, was um sich greift. Und zum anderen, nachdem der offizielle Support für die Microsoft-eigene Schnittstelle gekündigt ist, haben wir jetzt auch schon festgestellt, wir hatten früher so ein, zwei Anfragen pro Monat, aus denen ja, ich sage jetzt mal, durchschnittlich was entstanden ist. Wir hatten im letzten Monat, glaube ich, fast 10 Anfragen. Ja. Und davon kommen jetzt auch ein paar wirklich auf die Straße. Also das ist, da tut sich was. Wie sagt Microsoft immer so, Opportunity for a Partner, oder? Genau. Well, we've canceled the feature, that's a partner opportunity. Genau, ja. Ja, ist ja gut. Ich meine, das Ökosystem, das Microsoft generell rundherum gebaut hat mit den Partnern, ist ja ein sehr gutes. Klar, natürlich, wir als Partner sind damit sehr zufrieden, ganz prinzipiell. Ja. Und man kann natürlich auf der einen Seite meckern, wenn Microsoft ein Feature einbaut, was jetzt nicht ganz so toll ist, eben wie vorhin besprochen, die Resource Engagements oder auch die Schnittstelle zwischen Project und Planner. Uns Partner, wenn wir denn in der Lage sind, diese Lücken besser zu füllen, freut das natürlich, wenn ein Thema großartig auch marketingmäßig auf die Straße gebracht wird und wir es dann freundlicherweise fertigstellen dürfen. Also genau, was ich immer wieder feststelle, ist, dass also Project wird ja sehr oft drüber gelästert, dass verschiedene Dinge nicht so funktionieren oder nicht so optimal entwickelt worden sind, wie man sich das vorstellt. Ja, wenn man aber andere Hersteller sieht, die backen auch nur mit Wasser, wollte ich sagen. Ja, die nutzen auch nur Wasser. Ja, also es ist einfach so, wo ich sagen muss. Und bei Project habe ich immer noch erstens eine Software, eine Standardsoftware mit Individualisierung bei von euch, was aber auch wieder eine Standardisierung ist, ja, oder von Solvin oder von wem auch immer, ja. Das heißt, ich habe viel mehr Ausbaumöglichkeiten, ja, wie wenn ich irgendwelche anderen Systeme habe, wo irgendwelches, was zusammengefrickelt worden ist, dann enorme Entwicklungskosten verursacht, ja. Da muss man immer abwägen, denke ich, oder? Also das ist so meine Erfahrung, ja. Und das ist, man muss immer wissen, Project hat einfach, deswegen mache ich auch den Podcast und finde ich auch immer super interessant, neue Lösungen ranzukriegen, einfach ein geniales Portfolio zur Ausbaustufe. Ja? Project ist sicher eine der besten Entwicklungsplattformen sozusagen, die drumherum an diese Standardprodukte eben geboten werden, weil bei anderen Herstellern gibt es zwar auch die diversen Schnittstellen, die man schon irgendwie bedienen kann, aber es gibt in der Regel eben nicht dieses Ökosystem drumherum, besteht aus weltweit verteilten Partnern, und sondern es sind halt meistens die Hersteller selber, und die sagen dann, sie wollen Feature haben, ja, können wir ins Backlog mit aufnehmen, vielleicht kommt es irgendwann. Ja. Das ist bei unseren Produkten natürlich genau das Gleiche. Also wenn man beim Teammanager oder Portfolio-Manager oder wo auch immer, oder auch bei PS-Link jetzt, die Schnittstelle zur SAP zum Beispiel, wenn man da jetzt ein neues Feature haben wollte als Kunde, dann ist es natürlich genauso, dass wir auch sagen müssen, ja, ist ein Produkt, kommt ins Backlog, muss bewertet werden und wird dann priorisiert und eines Tages eingebaut. Klar, nur das Thema ist halt, ich habe halt Partner, die Produkte haben, und wir haben halt kürzere Entwicklungszyklen als eben das gesamte Project, das umgebaut werden müsste. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob Microsoft jetzt Rücksicht nimmt auf Tausende von Anfragen oder ob ein Kunde von uns mit 5 anderen Kunden, die vielleicht dasselbe Feature haben wollen und sich gegen 10 andere verteidigen müssen. Dann reden wir halt, ich sage jetzt mal, von einer
ja, von einer Community, die man auch am Top Talk, den wir ja jedes Jahr zum Beispiel durchführen zur Wiesenzeit, wo wir viele Kunden nach München einladen, oder auch zu anderen Veranstaltungen, wo man eben priorisieren kann mit den Schwerpunkten der Kunden. Das ist halt so. Dafür kriegst du am Ende halt auch ein getestetes Produkt und nicht eine Custom Solution, die halt nicht getestet ist, beziehungsweise genau, die beim nächsten Upgrade. Und Office 2019 steht ja ins Haus nächstes Jahr. Ist ja offiziell announced worden, dass es im dritten Quartal eine Preview geben soll. Ja. Das heißt, was mache ich denn dann mit meiner Custom Solution? Wenn man einen entsprechenden Wartungsvertrag abgeschlossen hat über ein Produkt, dann hat man Anspruch darauf, dass man natürlich auch im nächsten Upgrade die nächste Sicherheit des Bedienens oder des Benutzens ziehen kann. Und dementsprechend hat es schon was. Nur auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt schon den Gesamtumfang aus der Schachtel anschaue von manch anderem Hersteller, dann muss man schon sagen, dass die Konkurrenz nicht schläft. Also es ist nicht so, dass man sich sowieso darauf verlassen kann, dass innerhalb von Microsoft Project die meisten und besten Features eingebaut sind, die es gibt. Nein, das ist ohne Frage, da bin ich bei dir. Ja, und bei mir ist auch die Problematik, wie du gerade schon gesagt hast, dass die Lebenszyklen oder das Testen, ja, das auch mittlerweile, also die Qualitätsanforderungen der Software auch nicht mehr dementsprechend, was wir vor Jahren hatten. Bin ich der Meinung. Also wir nehmen mal zum Beispiel das Power BI Pack, ja, funktioniert leider nicht im deutschen Raum. Ne? Also jetzt kann man natürlich sagen, also ich habe noch einen großen Blogartikel geschrieben, ja, und wenn man dann sagt, von wegen, wie kriege ich das hin, ja, du musst ja bei GitHub runterladen und musst dann halt die Felder, kann man machen, ja, man kann dann auch, ich habe auch viele Blogleser, die das dann bei mir machen, weil ich habe sehr viel Standard-User, Hans, ja, bei mir sind halt guter Mittelstand, ja, und kleinere Unternehmen mit Project, und die verlassen sich auf solche Aussagen. Das ist so, ja, weil wenn die sagen, hey, da ist ein cooles Pack, ich will das ausprobieren, dann geht nicht, dann geht bei mir das Telefon, warum geht das nicht? Ja, und dann komisch. Ja, Lokalisierung ist halt ein Thema. genau. Ja, hör mal, super. Ich würde sagen, da sind wir fast am Ende angekommen. Hat mir wieder super Spaß gemacht mit dir. Und ja, danke für die Einladung. Ja, ich habe schon mit Jürgen ja gesagt, so von wegen, ja, die TPG ist auch sehr oft hier Gast, dann hat er darauf gesagt, ich weiß, das müssen wir ändern. aber wie gesagt, ich bin ja auch wirklich immer wirklich interessante Gesprächspartner, und du bist auch wirklich sehr angenehm immer und hast ein wahnsinniges Know-how, was das Thema betrifft. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörer, wenn sie mal Fragen haben, können sie glücklicherweise auch gleich auf dich zukommen oder auf mich zukommen, wie auch immer. Wir sind immer im engen Kontakt. Und freut mich, dass du da warst, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, danke für die Einladung und viel Spaß beim Zuhören. Und wenn es Fragen gibt, genau, einfach an info@theprojectgroup.com oder an dich, dann kann den meisten Leuten geholfen werden. Genau, also ich werde das nochmal nachhören, und alle interessanten Links, die du gesagt hast, werde ich dann in die Shownotes packen. Ja? Super. Wunderbar, bis dahin, tschüss. Danke, ciao. Ja, das war das Interview mit Johann Strasser von der TPG. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr logischerweise mehr Fragen zu dem ganzen Thema habt, schreibt mich gerne an, schreibt den Johann an, überhaupt kein Problem. Ich pack auch die Adresse der TPG mit unten in die Shownotes rein. Ja, das soll's jetzt auch mit dieser Folge gewesen sein. Ein Anliegen habe ich noch. Zum einen wäre ich super dankbar, wenn ihr mal ein bisschen Feedback noch abgeben würdet. Ja. Vielleicht nicht immer per E-Mail, mag ich auch, finde ich total klasse, ja, mit euch persönlich zu kommunizieren, aber ganz wichtig ist es, bei iTunes oder beziehungsweise allgemein so eine Rezension auch mal in meinem Blog zu schreiben, was ihr davon haltet, und was ganz wichtig ist, was ihr euch als Themenkomplex nochmal wünscht, was ich wirklich auch im nächsten Jahr aufgreifen kann. Der nächste Podcast erfolgt im Januar, Februar, bin ich in der Terminabstimmung, und ich wünsche euch allen ein frohes Weihnachtsfest und logischerweise einen guten Rutsch in das neue Jahr. Ich bin raus, euer Blenki, wir hören uns. Bis dahin, ciao.